Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Black Myth Wukong. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würde mich sehr freuen, wenn ihr euch dazu entscheiden solltet. Und wir sind hier wieder in dieser schönen Grotte. Na, schön ist sie nicht, es gibt schönere Dinge. Ich habe aber gesehen, dass wir hier noch das Relikt haben und ich würde das erste Ding nehmen. Verleiht für kurze Zeit nach einen moderaten Schadensbonus, nachdem man Zauber gewirkt wurde. Finde ich super. Schaden ist immer gut. Und dann haben wir noch 8 Levelpunkte, die wir noch irgendwo investieren könnten. Ich überlege, ob ich das einfach so allgemein in mich investiere. Das maximale Mana moderat. Ja, aber es kostet halt 2 Punkte jedes Mal, ne? Das ist schon krass. Das ist schon krass. Erhöht den Angriff leicht. Moderat ist weniger als leicht, oder? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, was mehr ist. Komm, wir machen Angriff. Weil ich gerade überlege, wir wollten eigentlich das ja noch leveln, oder? So. Dann haben wir das jetzt auch noch gelevelt. So. Jetzt sind wir wieder hier unten. Wie tief das hier runter geht, wie vertikal dieses Level einfach ist. Es ist so unübersichtlich dadurch. Leider, es tut mir so leid, aber es ist halt so. Ich habe bestimmt schon irgendwelche geheimen Wege und so komplett verpasst, wo man sich runterdroppen kann. Ja, hier vorne sind wieder unsere leckeren Freunde. Noch ein Rückgrat aus dem Sack. Ja, nice, würde ich sagen, wa? Aber noch ein Rückgrat aus dem Sack. Explodieren wieder gerne. Das sind eigentlich verschiedene Spinnen. Sind das welche, die explodieren und welche, die Gift machen oder so? Das sind 2 verschiedene Arten. Nehmen wir es mal an. Hallo, Schildi. Gib mir mal die Geistessenz. So. Was machst du denn da, mein Freund? Sag bitte, dass ich hier wieder hochkomme. Oh ne, das Spiel verhindert, dass ich da hochgehe wieder. Na toll. Ich werde mich hier niemals jetzt komplett umschauen können. Meine Mindmap ist komplett durcheinander jetzt. Wegen dem Runterspringen. Gehen wir erstmal hier lang. Das sieht sehr, sehr appetitlich aus hier drin. Natürlich. Der ist stärker als sonst, hat eine Seele, die wir einsaugen können. Er hat er. Oh, wir hätten vorher heilen sollen, ich bin so blöd. Du musst einen Raum bauen mit einem Bett und einer Tür und dann dieses Ding, das Spawn-Item reinstellen. Ich glaube, ein Bett muss, Bett und eine Tür muss, glaube ich, ist das Minimum. Vielleicht muss auch eine Lichtquelle dazufügen, das weiß ich gerade nicht.
Da ist wieder ein dicker Wurm drin, ne? Da soll man nicht rein, scheinbar. Sehr appetitlich, da die Säcke, die da hängen. Aber ein Item zum Aufheben hatten wir jetzt hier nicht, ne? Irgendwas, irgendeine Kiste oder so. Hat mich da gerade von oben bespuckt. Ach, der Hintergrund ist nicht so wichtig. Das gibt ja nur ein paar Startlevel. Ach, da oben schießt der auf mich. Okay. I see. Boss? Nee. Ah, wie ein dummer Bogenschütze. Moment, ich sehe sie gleich. Nee, das mit den Bewohnern ist nicht egal. Das mit den Bewohnern ist essentiell wichtig. Ohne die Bewohner kannst du das Spiel nicht fortsetzen. Weil du teilweise Items brauchst, mit denen du die Gegner beschwören kannst. Ach so, das mit Forscher ist egal, okay. Ja. Ja, dir auch noch einen schönen Abend und ich hoffe, du wirst viel Erfolg bei Callkeeper haben. Ist ein schönes Spiel, auch wenn es zum Schluss ein bisschen grindy wird oder ein Boss Rush wird, mehr und weniger wie die erste Hälfte des Spiels, aber... Oh. Wir müssen aber nicht rasten, wir haben noch genug, würde ich sagen. Ich nehme an, hier kommt jetzt wirklich ein Boss. Auch wenn ich den Weg eigentlich gar nicht gehen wollte und eigentlich noch andere Wege gucken wollte, aber egal. Jetzt bin ich hier. Jetzt bin ich hier. Ja, gut, also. Ich würde sagen, da ist bestimmt kein Boss. Da ist ganz bestimmt kein Boss, oder? Ich meine, da in diesem Knochenhaufen, da ist bestimmt kein Boss versteckt. Niemals. Das Ding habe ich von oben gesehen, da. Ich glaube auch, das ist gar kein Boss. Das da oben ist der Boss. Aber schauen wir mal. Monkey ist hier. Oh mein Gott, 1000 Füßler. Oh mein Gott. Was bist du denn für ein hässlicher?
du denn für ein hässlicher, ey? Wow. Da holt ganz viele kleine Tausendfüßer, die einen einfach insta-killen, okay? Alter Schwede. Das war krank. Kann man hier eigentlich vorne runterjumpen? Nee. Optisch ja, aber auch nicht wirklich wohin. Sondern nur in den Tod. Langfristig. Einfach mal ein bisschen aufladen. Wenn ich jetzt eh eine volle Aufladung kriege hier. Nice, aber jetzt kommen die Tausendfüßler vermutlich hier unten. Wir haben noch so viele andere Wege, die wir hätten gehen können. Oh, nicht schon wieder die. Hallo. Setz dich zusammen. Es gibt auch einen Weg nach unten. Ich weiß nicht, kann man den Weg wieder nach oben gehen? Ja, ne? Und noch ein Weg bis hierhin. Weil da unten kommen wir auch noch irgendwann hin, offensichtlich. Da sind noch Sachen zum Einsammeln. Mein Freund? Ja. Nee. Oh. Grim and dire is this land. Ah, das Pferd. I came here from the New West for the wisdom of the Hundred-Eyed One. But he shut his doors and made me prisoner in this lair.
tales speak of these insatiable spider guys. They could use a strong male like me to consume and practice. Much I owe you today, my friend. Without your help, along the way, I would see no more of the Flaming Mountains. Ever heard tell of the Destined One, my friend? They say he marches and fights on a quest to bring back the Great Sage. The Great Sage and my king once swore a brotherhood. After the Sage fell, the king dismissed every one of us. He became someone, not himself. If the Destined One is really the one who can bring back the Sage, he can count on my humble support. My plea for aid was met only with silence along this path. But in turn, I've seen through it all. My mind is made, friend. I shall rely on none but myself. If none shall aid, I will act on my own. Should our paths cross at the Flaming Mountains, we'll toast to our reunion. Now, take great care. Und das nächste Gebiet ist Lava. My mind, if none should help now. Also er hat gespoilert, dass das nächste Gebiet Lava ist. Aber den haben wir bisher immer relativ weit nah am Endboss getroffen. Das ist weird. Kommen wir auf jeden Fall niemals hin. Reiskonkurrenz, wichtige Gegenstände, okay, die brauchen wir also. Aber hier ist eine Sackgasse oder was? Und hier geht's noch weiter. Vorne ist auch wieder ein Schrein. Ja, wir laufen gerade von Schrein zu Schrein zu Schrein. Das ist ein bisschen, das mag ich eigentlich nicht gerade. Ich wollte gerne die ganzen anderen Wege noch laufen, wobei so viele sind es auch gar nicht. Es sind noch so 3-4 Wege oder so. Aber wichtige Gegenstände, also sollte ich vielleicht mehr davon sammeln, wenn es geht. Bevor ich das da bediene, gehe ich hier ran. Ja, wir müssen auch dem alten Mann noch begegnen, ne?
So. Ich bin gerade, sollten wir zurückgehen oder sollten wir jetzt erstmal weitergehen? Das ist halt die Frage, die ich mir stelle. Aber da kamen wir offensichtlich her, ne? Da ist ein Boss oder irgendwie sowas ähnliches. Ja, da ist das. Das ist ein Boss. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was ist das denn? Alter, wie widerlich dieses Vieh ist. I've laid your path for you, but where will my path be? From now on, we're both on our own. Tell me, Monkey, what's it like out there, beyond these mountains? Tut mir leid, mein Monkey ist leider stumm. Feiner Goldfaden, nice. Aber nur einmal, oder was? Echo der Vergangenheit, wichtiger Gegenstand. Sind wir hierher gekommen? Oder das rechte Hand? Ich nehme an, wir sind hierher gekommen, ne? Ja. Oder? Ja. Sind wir. Wir sollten auf jeden Fall die anderen Wege gleich abgehen. Definitiv. Wir sollten noch mal ganz kurz in unser Hub aufzurüsten. Ich würde gerne wissen, wie weit wir ungefähr sind im Kapitel.
Ich meine, im letzten Kapitel fühlte es ja auch so an, als wären wir schon super weit und da waren wir halt gar nicht weit. Mal gucken. Drei Charaktere, aber noch sehr viele Oberhäupter, noch 9 Oberhäupter, aber noch 5 Könige. Okay. Also sind so, naja, nicht mal bei der Hälfte, würde ich sagen. Vielleicht bald die Hälfte erreicht von dem Kapitel. Kannst du irgendwas noch upgraden? Nee, ne? Du verkaufst was. Du verkaufst einen Weinwurm, den nehme ich gerne. Kieferngebräu. Ah. Dafür brauchen wir Bruders linke Hand. Fancy doing anything today? Ah ja, ich kann jetzt upgraden. Wir benutzen den derzeit nicht, aber... Ich meine, warum nicht? Good, good. This truly is the finest mortal brew. Ich meine, der hat jetzt 3 Slots, ne? Das ist immer ein... Ah, ne, das nächste Upgrade hat 3 Slots. Ah. Next time, down a few mouthfuls in one go. It's delightful. Ernten wir mal. Harvest without hard work. Wir können die Rüstung jetzt noch upgraden. Back so soon. Give it. Ah, wir können leider nur die Maske oder das Oberteil upgraden, ne? Das ist das Traurige. Ich glaube, die Maske gibt halt nicht so viel. Die gibt 15 mehr. Die gibt deutlich mehr. Das Upgrade lohnt sich viel mehr, hier reinzusetzen. So. Als nächstes brauchen wir dann ein himmlisches Band auch noch, also. Ja. Wird doch spannend. I'll get to pounding. If you need sharper blades, seek me here. Ich glaube, ihm hier, da können wir nicht viel machen, oder? Mine eyes doth see the Dow from the confines of my abode. Greeting, brave one. Er verkauft aber auch gerade was Neues, scheinbar. Was verkaufst du denn? Neues Rezept. Essenzabsud. Verwendung die maximale Mana erhöht. Okay, aber ist das dann so lange, bis wir wieder an einem Ding sitzen, oder was? Wie lange ist die maximale Mana dann erhöht? Bis sie einmal verbraucht wurde, oder was? Das frage ich mich halt gerade, ne? Big or small, scarcity makes goods precious. Ja, ich meine, wir könnten noch mal ein bisschen Ausdauer gehen. Warum nicht? Uncover the secrets of sky and earth. Warum nicht? It's unique creation. Each pill is a means to an end. Ich glaube, von der grünen Brücke konnten wir noch woanders hin, oder? Da hatten wir gar keine anderen Wege mehr. Ah doch. Ja. Grüne Brücke schon richtig, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es da noch andere Wege gibt, das weiß ich gar nicht. Wir sind einfach einen Weg gelatscht und haben alles andere einfach ignoriert. Weil wir da runtergesprungen sind wegen dem Bogenschützen. Ich erinnere mich. Und so kam es dazu. Und wo kann man hier runterspringen zu einem Bogenschützen? Thank you.
meine, allein hier vorne waren wir noch nicht, ne? Hier waren wir auch nicht. I heard there's a great treasure hidden within. You seem smart. Why don't you take a chance inside? Ah, wir werden hier öfter begegnet. Erstmal hole ich das hier. Ich meine, als würde die mir helfen. Ich glaube, die verarscht mich, aber... Oder darf man nur eine Truhe öffnen? Warum kriegen wir jetzt einfach krass viele Sachen? Okay, ohne Catch. Feine Goldfaden, wir können das die Rüstung gleich noch upgraden. Rote Amorwurm, wichtige Gegenstände, okay. Sagt sie jetzt irgendwas dazu, dass wir das hier alles geplündert haben? Nö, ne? Und sollte sie auch. Wie kommen wir da rüber, frage ich mich, wisst ihr? Es gibt offensichtlich ja Wege dahin, weil man kann da Sachen einsammeln, aber wir kommen da nicht hin. Weil da unten kommen wir ja auch irgendwann hin. Nur wie und wann und... Na gut, mein lieben Freunde, wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann, haltet die Ohren, steckt mal immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss!